Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Und Blüten. Ja, richtig gehört. Denn Blumen machen sich auch getrocknet ganz herrlich auf dem Teller und in der Teetasse. Für euch soll's bunte Blüten regnen. Im heutigen Podcast und beim Kräuterexperten Sonnentor. Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute mit einer weiteren Folge von Kraut und Quer, also Mo und ich quatschen hier zusammen über ein ganz spannendes und schönes Thema. Wir verraten dir nämlich heute ein paar praktische Tipps zum Thema essbare Blüten. Insgesamt verraten wir dir, welche 7 essbaren Blüten du aktuell sammeln kannst, wie du Blüten richtig sammelst. Da gibt es nämlich so ein paar Sachen, auf die du auf jeden Fall achten darfst, um so das volle Aroma auch genießen zu können. Und natürlich gibt es ganz viele schöne Anwendungstipps für deine Sommerküche. Also steig mit uns jetzt in ein Meer aus Farben und Formen und tauche ein in die Welt der Blumen mit Snack-Charakter. Und vorab schon direkt der erste Tipp. Für Insekten und auch für uns ein regelrechtes Buffet ist die Brennnessel, die bald auch mit essbaren Blüten locken wird. Und mehr über diese enorm reichhaltige Pflanze und ihre Geschichten präsentieren wir dir schon am nächsten Mittwoch, und zwar am 8. Juni um 18.30 Uhr. Da veranstalten wir einen ganz wunderbaren Online-Abend zur Brennnessel mit vielen Mitmachelementen und echt richtig tollen, spannenden Infos. Es gibt auf jeden Fall Infos über die Brennnessel, die du bis jetzt ganz sicher noch nicht wusstest. Und es werden alle deine Sinne gekitzelt, das dürfen wir jetzt schon mal verraten. Also wenn du dabei sein möchtest, dann melde dich super gerne noch an. Der Anmeldungslink, den packen wir natürlich mit in die Shownotes. Und jetzt überreiche ich das Wort an die liebe Mo. Jetzt geht es nämlich ran an die essbaren Blüten. Ja, hallo. Warum, liebe Melanie, gibt es denn eigentlich Blüten? Und was ich echt toll fand, zu erfahren, dass du seit 130 Millionen Jahren Blütenpflanzen hast. Und sie stehen am Ende einer sehr komplexen Evolution von einer enormen Bandbreite, die die Natur uns da serviert. Und ja, wir verraten eben heute, warum sie das tut. Und du erfährst, welche Blüten sich perfekt in deiner Küche machen, wie du sie sammelst und zubereitest. Und Blüten sind aber eigentlich ein Pflanzenschmuck, nicht zwingend nur für die Menschen, sondern natürlich auch für die Bienchen, aber vorab auch für sich selber, denn Blüten nutzen diesen opulenten Pflanzenschmuck für ihre eigene Fortpflanzung. Denn die Blüten beinhalten die Sexualorgane der Pflanzen und aus ihnen gehen Samen und Früchte hervor. Und früher wurde uns tatsächlich versucht, mit Bienchen und Blumen die komplexe Vermehrung nahezubringen. Und es ist im Pflanzenreich auch in der Tat gar nicht mal so trivial. Es gibt Blüten mit männlichen und weiblichen Sexualorganen in einer Pflanze. Es gibt aber auch eben wie bei der Brennnessel Pflanzen, die in männlich und weiblich getrennt sind. Darauf gehen wir aber heute gar nicht ein. Aber so viel sei verraten, die ganz verschiedenen Formen und Vielfalten auch an Farben und Formen, die richten sich nach den unterschiedlichen Bestäubern. Denn dickbäuchige Hummeln oder die wendigen Wildbienen oder die rüsselbehafteten Schmetterlinge, die brauchen ganz unterschiedliche Blütenformen. Und so findet eben jedes Töpfchen sein Deckelchen. Die einen mögen lieber blau, die anderen violett und die anderen kriechen eben so richtig in die Blüten, während da vielleicht für die Biene gar kein Platz ist zum Beispiel. Also für alle Geschmäcker hat die Natur eine Lösung gefunden, wobei, erstes Learning, es gibt traumhaft aussehende Blumen, die jetzt vor allem auch die Gartencenter bevölkern, die für die Insekten so gar keinen Nutzen haben. Und das sind sogenannte gefüllte Blumen. Eine Blüte ist gefüllt, wenn sich im Zentrum ineinander ganz eng verschachtelte Blütenblätter befinden. Das ist zum Beispiel bei der Geranie oder der Pfingstrose der Fall. Und damit senden sie zwar wunderbare Signale in tollen Farben aus und locken Insekten an, aber die erhalten da keine Nahrung. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, ungefüllte Blumen
im Garten und auf dem Balkon zu haben, also bienenfreundliche oder insektenfreundliche Blumen und Blüten um uns zu haben, um dann Nektar, damit du einfach auch dafür, nicht nur für dich, sondern auch für die Insekten viel Nahrung zur Verfügung stellst. Und das ist zum Beispiel, gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein, die Ringelblume, die kommt gleich nochmal, oder aber auch die Sonnenblume, der Lavendel, es gibt ganz viele. Und ja, die Blüten dienen demnach vor allem ja, den Insekten als Nahrungsquelle. Ja, und werden so ja auch bestäubt. Ne? Das ist ja ein Geben und Nehmen bei den, also zwischen dem, bei dem Zwischenspiel von Blumen und Insekten. Ne? Genau. Ja. Ah, super. Danke, Mo, für die kleine Rückschau 130 Millionen Jahre zurück. Ich möchte ganz kurz was zur Botanik sagen. Es ist nämlich so, das ist jetzt so ein kleiner Hack, also ein zweites Learning sozusagen, was du jetzt direkt hinten dran bekommst. Und das solltest du dir auf jeden Fall merken. Wenn du gerade anfängst, dich mit Pflanzen zu beschäftigen und total unsicher bist, weil du nicht weißt, ob du die Pflanze richtig erkennst oder nicht, dann verraten wir dir jetzt mal ein ganz, ganz wichtiges Geheimnis. Und zwar kannst du so ziemlich jede Pflanze sehr sicher anhand der Blüte bestimmen. Bam, ja. Das ist, wenn du in die Bücher schaust, dann findest du in den Bestimmungsbüchern in den allermeisten Fällen einen Bestimmungsschlüssel, der sich vor allem anhand der Blüte richtet. Ja, und achte da mal drauf, es gibt auch Bestimmungsbücher, da kannst du eine Pflanze anhand der Blätter bestimmen, aber in der Regel werden die Pflanzen anhand der Blüten bestimmt. Und das ist wirklich super, super hilfreich für uns. Also wenn du dir nicht ganz so sicher bist, dann warte, einfach mal beobachte die Pflanze und warte, bis sie blüht. Schnapp dir dann das Bestimmungsbuch und versuche, die Pflanze anhand der Blüte zu bestimmen. Und ich sag dir, zu 99% wirst du sie dann richtig bestimmen können. Also und du hast auch eine ganz tolle Folge eingesprochen zu den besten Bestimmungsbüchern. Also wer sich da noch unsicher ist, welches Buch da gut ist, die Melanie weiß da alles drüber. Und wir haben das auch im Podcast noch ganz relativ zu Anfang. Stimmt, können wir ja auch noch in den Shownotes verlinken. Ja, danke, Mo. Ja, dann geht es darum, also was ganz, ganz wichtig ist, wenn du jetzt anfängst, Blüten zu sammeln, natürlich sowieso immer nur von Pflanzen, die du kennst, alte Leier, kennst du schon von uns, dann gibt es bei den Blüten tatsächlich so ein paar Sachen, auf die du achten darfst, damit du wirklich so das volle Aroma der Blüten auch einfängst. Wir kommen gleich auch nochmal zu den Anwendungen. Ne, und da brauchen wir einfach diesen Duft, den möchten wir ja auch in den Anwendungen einfangen. Deswegen ist das Erste, worauf du achten darfst, die Tageszeit. Also wann sammelst du Blüten am besten? Und zwar so am frühen Mittag. Also später Vormittag, früher Mittag, wenn die Blüte schön weit geöffnet steht. Ja, das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um dann Blüten zu sammeln. Es sollte im besten Falle ein, zwei bis sogar drei Tage vorher nicht geregnet haben und sowieso am Vormorgen schon mal gar nicht. Denn dann, dann duften die Pflanzen, das riechst du einfach schon. Wenn du mal am Holunder vorbeigehst, nach einem Regentag duftet der ganz anders, wie wenn du an einem Tag an einem Holunder vorbeigehst, wo es zwei, drei Tage zuvor nicht geregnet hat. Sowieso sammeln wir Blüten nur dann, wenn die wirklich trocken sind. Da sollte kein Tau mehr dran sein, keine Feuchtigkeit. Das ist super wichtig. Dann haben wir die Blüten gesammelt. Wie transportieren wir die jetzt nach Hause? Das ist der dritte Punkt. Und zwar verwendest du am besten dafür ein luftiges Körbchen oder einen luftigen Stoffbeutel, sodass die Blüten quasi weiter atmen können. In einem Plastikbeutel, in einem verschlossenen im schlimmsten Falle sogar, würden die Blüten anfangen zu schwitzen, Feuchtigkeit bilden und schneller schlecht werden. Ja, also ganz, ganz wichtig, der Transport auf jeden Fall. Und dann hast du die Blüten sicher nach Hause transportiert. Und das, was ich dann zu Hause mache, ist, wenn ich die Blüten verarbeite, gerade zum Beispiel beim Holunder,
ist es so, da haben wir diese schönen prallen Blüten, da sammeln sich ganz schön viele Insekten drin. Und ich lege dann immer draußen, das macht Mo auch, ein Handtuch aus. Da kommen die Blüten dann drauf und ich lasse es dann so 1-2 Stunden draußen liegen. In der Zeit können alle Tierchen rauskrabbeln und dann schnappe ich mir die Blüten, um sie weiter zu verarbeiten. Ich persönlich wasche die Blüten nicht. Das wirst du immer wieder lesen, dass du die Blüten kurz abwaschen sollst. Klar, es hat wahrscheinlich hygienische Gründe. Ich persönlich wasche Blüten, wenn ich sie weiterverarbeite, nie, weil das Pollenaroma dabei flöten geht, die Inhaltsstoffe werden ausgeschwemmt, der Duft wird ausgeschwemmt und dann habe ich auch noch eine nasse Blüte. Wenn ich die gegebenenfalls in einem Ölmazerat weiterverarbeiten möchte, ist das einfach Mist. Deswegen, ich persönlich wasche die nicht. Blüten, das ist ja sowieso das Schöne, die wachsen recht weit vom Boden weg, ja. Und genau, also das ist aber eben auch Geschmackssache, ne? Wenn du dich besser fühlst und die Blüten waschen möchtest, go for it. Mach das auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt schon mal so die Sammel- und Verarbeitungstipps. Und Mo, du wirst uns jetzt mal mit ein paar Anwendungen inspirieren, richtig? Ja, genau. Wir konzentrieren uns heute auf wirklich ein paar Lieblingspflanzen. Und was sind das für Pflanzen? Das sind Wildpflanzen. Also wir möchten natürlich hier wieder die Lanze für die Wildkräuter brechen, weil sie einfach reicher an Inhaltsstoffen sind als kultivierte Sachen. Natürlich kannst du auch einen tollen Lavendel im Gartencenter kaufen, doch oft ist auch der eben vollgestopft mit Pestiziden, zumindest am Anfang, bis du ihn vielleicht ein paar Jahre im Garten hattest. Und deswegen konzentrieren wir uns heute also auf wilde Pflanzen, die jetzt wachsen. Und wir pflücken, wir hatten es auch gerade schon gesagt, natürlich auch nur die wir gut identifizieren können und von denen wir wissen, dass sie nicht giftig sind. Also Finger weg vom Fingerhut zum Beispiel. Und wir finden also unterschiedliche Farben. Da ist die gelbe Nachtkerze oder die orange leuchtende Kapuzinerkressenblüte. Und es gibt also unterschiedliche Farben, die wir dann in der Küche, kommen wir drauf, zur Deko nutzen können. Aber es gibt eben auch geschmacklich große Unterschiede. Es ist ein Unterschied, ob du, wenn du einen süßen Smoothie zubereitest, dann solltest du vielleicht nicht unbedingt die Bärlauch- oder die Knoblauchsraupenblüte nehmen, sondern vielleicht ein Gänseblümchen. Und essbare Blüten schmecken eben sehr unterschiedlich. Also das Löwenzahnaroma ist angenehm zart, bitter. Die Kapuzinerkresse ist eben scharf und pfeffrig. Der Borretsch schmeckt so ein bisschen wie Gurke. Und der Beifuß auch wieder so rum sehr intensiv und würzig. Also probiert das gerne mal aus. Und dann werdet ihr auch auf der Zunge merken, wie unterschiedlich die Konsistenz ist. Die Nachtkerze ist fast fleischig. Und ich liebe ihre Aroma und snacke die auch ganz oft. Oder der Borretsch ist eben, weil es ein Raublattgewächs ist, so ein bisschen pelzig auf der Zunge. Aber kommen wir zu den konkreten Anwendungen. Also das natürlich opulenteste ist der Blumenschmuck. Das sagt auch schon der Name, also die Deko. Du kannst Kuchen genauso dekorieren wie Wildkräutersalate. Und da ist eben natürlich die Abwechslung in den Farben sehr schön. Also wenn du eine Rose hast, ist die wunderschön rot zum Beispiel. Oder die Ringelblume in ihrem leuchtenden Orange. Oder die Taubnesseln. Kommen wir gleich noch, Melanie erzählt euch noch ein paar Taubnessel-Unterschiede, denn es gibt ja auch da Purpurfarben, es gibt weiße, es gibt goldene. Und die Taubnessel ist halt so schön, weil sie einfach so großartig verfügbar überall ist. Und du kannst sie rauszupfen, die Blüten, und das wirkt mega edel, selbst wenn ein Kuchen vielleicht gar nicht so gelungen aussieht. Aber mit so einer Blüte obendrauf, da gewinnt er einfach. Beim Tee kannst du mischen, auch mit Farben und Formen, wie zum Beispiel die blaue Kornblume, die per se eigentlich gar nicht so einen Eigengeschmack hat. Aber dann super schön im Tee, das Grün oft ja bricht, oder Malvenblüten sind super schön, oder eben ja Lavendel kann da auch gut mit bei sein. Und Melanie, du hast so ein ganz tolles Salz.
Ja, also neben der Deko und dem Tee gibt es natürlich zum Beispiel auch Blütensalz. Da kannst du verschiedenartige, farbenprächtige Blüten mit Salz vermischen. Und so hast du dann zum Beispiel eine Art Regenbogensalz, wenn du das schichtest. Ja? Wenn du zum Beispiel zuerst ein Salz mit gelben Blüten anmischst, dann hast du das gelbe Salz, dann ein Salz mit lilafarbenen Blüten und natürlich auch ein bisschen was, irgendwas Grünes noch dazu. Und dann kannst du eben schichten. Ja? Das finde ich total schön. Sieht halt total toll aus zum Verschenken. Ne? Also blaue Blüten, gelbe Blüten eignen sich super toll dafür, rote, orangefarbene. Ja, und so kriegst du ganz, ganz tolle Farben in den Salz hin. Was ich auch total schön finde, ist, Blüten haltbar zu machen durch das Kandieren. Also ne, da geht es im Prinzip Zucker, Wasser, was du kochst und dann vorsichtig auf die Blüte aufbringen. Manche Rezepte geben da noch ein Eiweiß hinzu, damit das noch besser stockt und hält. Und dann eben trocknen im Backofen. Und das ist natürlich wunderschön, wenn man da auch so ein bisschen ein Händchen für hat, mit einem Pinsel die Blüte zart bestreicht. Dann ist es einfach wunderschön, wenn dann diese Blüte so konserviert ist. Das sieht super edel aus. Ich muss gestehen, ich bin da nicht ganz so geduldig mit der Anwendung, aber ich finde das traumhaft, wer das kann und der dann am Ende noch so auf die kandierte Blüte noch zusätzliche Zuckerkristalle aufbringt. Das ist für so zum Beispiel ein Hochzeitsfest oder so bestimmt ganz ausgesucht. Ja, dann gibt es natürlich die ganz klassischen Anwendungen. Ne? Du kannst ein Öl ansetzen mit den Blüten. Natürlich ein Essig, Blütenwasser kannst du herstellen, also ein Hydrolat. Finde ich auch super klasse. Ein Sirup, Löwenzahnsirup beispielsweise oder Holunderblütensirup, finde ich total klasse. Das wären so wirklich so die ganz klassischen Anwendungen. Ne? Also als Deko, im Tee, im Salz, natürlich auch Zucker, ne? Das geht auch. Dann die Blüten kandieren, finde ich richtig schön. Ein Öl herzustellen, Essig, Blütenwasser, Sirup. Genau, das wären so. Und was ich auch noch ziemlich cool finde jetzt für den Sommer, die Eiswürfel mit Blüten. Das finde ich auch richtig, richtig cool. Also das ist auch nochmal, das gehört so in die Rubrik Deko, würde ich mal sagen. Ne? Wenn du Eiswürfel machst, dass du da einfach mal so eine hübsche Blüte mit reinpackst, das sieht einfach richtig, richtig cool aus. Das ist ein Hingucker, ne? Genau, also da zum Beispiel würden sich meines Erachtens super auch die Kamille eignen, weil die einfach auch schon so dieses klassische Blütending so hat, also ne, diese Strahlen und sieht aus, wie man sich halt so klassisch eine Blüte vorstellt und die im Eiswürfel, das sieht bestimmt toll aus. Ja, da bist du jetzt auch schon direkt in eine Blüte reingehüpft, die wir dir noch mal ein bisschen genauer vorstellen wollen. Also wir wollen jetzt mal zu den 7 Blüten kommen. Es blühen natürlich jetzt noch 1000 andere, ne? Ganz klar, weil wir wollten es ein bisschen einschränken. Unsere Top 7 blühenden Wildpflanzen. Und da hast du jetzt gerade schon gesagt, ne, die Kamille. Magst du da noch mal ein bisschen weitergehen? Ja, also die Kamille, die kann man eben wunderbar nutzen, weil sie so ein intensives Aroma hat und sowas Umhüllendes hat. Das liegt natürlich an ihren ätherischen Ölen. Und ich mag sie super gerne eben in Getränken vor alledem, also nicht nur im klassischen Tee, sondern auch als Blütenbowle super schön und auch zum Aromatisieren einfach von klassischem Leitungswasser. Und da mag ich sie auch gut. Und weil sie einfach für mich sowas total wie so eine Mama ist einfach, ne? So eine Urmutter der Heilpflanze natürlich auch. Und ich finde sie deswegen sehr, sehr ansprechend und natürlich auch zur Deko schlichtweg. Ja. Machen wir mal weiter mit der Holunderblüte. Also die blüht ja jetzt gerade. Hier und da ist sie vielleicht sogar schon durch. Bei uns in der Eifel fängt sie jetzt an zu blühen. Und das ist einfach so eine ganz klassische Blüte, die wir so toll nutzen können. Da kommen nämlich direkt noch mal ein paar weitere Anwendungen. Neben dem Sirup kann man natürlich auch Wasser aromatisieren. Und zwar nicht als Tee aufgegossen, sondern wenn die Blüten einfach, es geht auch mit Wildkräutern übrigens, einfach ins kalte Wasser eingelegt werden, ein paar Stunden ziehen lassen, sieht irre schön aus und dann genießen. Und klar, das funktioniert dann auch mit Sekt. Ne? Und die Holunderblüte ist jetzt eben ein Klassiker. Unbedingt jetzt sammeln. Ich finde, die Blüte ist auch ganz toll für Teezubereitungen. Ich packe die immer mit in Erkältungsteemischungen. Da darf die Holunderblüte nicht fehlen. Und noch ein kleiner Tipp für alle, die Heuschnupfen haben, eine Tinktur
aus den Holunderblüten soll bei Heuschnupfen helfen. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich werde es im nächsten Jahr auf jeden Fall machen. Also ich schwöre auf die Tinktur. Ich hatte ja jetzt einen grippalen Infekt und das ist wunderbar damit weggegangen. Aber zurück zur Küche. Man kann nicht nur Sekt damit dekorieren, sondern man kann eben aus Holunderblüten einen traumhaften Sekt machen. Und wie genau, das verraten wir euch in den Shownotes. Aber das habe ich mal ausprobiert. Das ist wirklich super, super schön und sehr besonders. Ja. Und ich finde die Holunderblüten deswegen so toll, weil sie einfach diesen Sommer versprechen und diese Leichtigkeit und dieses helle, weiße und auch die Sternchen der Blüten einfach so wunderschön anzuschauen sind. Ja. Und deswegen ist für mich einfach auf Platz 1, muss ich fast sagen, die Holunderblüte aufgrund ihrer Vielseitigkeit in der Küche, aufgrund ihres intensiven Aromas und einfach aufgrund dieser Tatsache, dass sie einfach so tolle Assoziationen auslöst. Ja, das stimmt. Dann werde ich jetzt direkt nochmal den meinen Star hervorholen, die Rose. Die Hundsrose, die blüht gerade überall, auch die Gartenrosen. Das Tolle ist ja, dass alle Rosen essbar sind. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber sowohl die Wildrosen als auch die Rosen, die du im Garten hast, solange die eben nicht gespritzt sind mit irgendwelchen Giften, kannst du die essen bzw. zu Gelee verarbeiten. Die schmecken, die Rosenblätter schmecken übrigens auch mega gut kalt eingelegt im Wasser. Das ist ganz, ganz toll. Und Mo, du hast da auch noch so ein kleines, nettes Schwitzrezept, ne? Genau, also wir versprechen ja ständig noch eine Folge zu Likören und hier ist es wieder so, dass Lavendel und Rosenlikör eine traumhafte Kombi ist. Also unter dem Stichwort Liebeslikör habe ich das angesetzt, auch mit ein paar noch Gewürzen, die das Ganze etwas befeuern und es unglaublich schön, also Rose und Lavendel im Garten ja auch beisammen gerne und auch eben in der Likörflasche. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, ist ganz, ganz ausgesucht. Sehr lecker. Vielleicht werden wir das Rezept ja auch irgendwann mal im Blog veröffentlichen. Dann eine weitere sehr auffällige Blume, wie ich finde, der rote Klee. Mhm. Und der rote Klee, ich finde, das ist eine ganz tolle, tolle Blüte, die ganz hervorragend in frischen Salaten auch schmeckt. Also die hat wirklich auch so ein zartes Aroma. Da ist ja auch so ein bisschen was dran, wenn ich das ganze Blütenköpfchen pflücke. Ne? Da habe ich ja auch wirklich ein bisschen was zu kauen. Und die mag ich unglaublich gerne. Wird ja auch in der Frauenheilkunde verwendet, der Rotklee. Also ist in der Naturheilkunde eine ganz, ganz wichtige Frauenpflanze. Aber jetzt eben so in der Küche ist der rote Klee, finde ich, wirklich ganz toll frisch. Also ich würde den jetzt gar nicht mit braten oder kochen, sondern frisch in Salaten, ganz toll in Dips, in Soßen und natürlich als Deko, ne? Finde ich super schön. Er ist halt auch so ein Glückssymbol. Also auch hier schwingt genau wie beim Holunder einfach so auch diese ganze Assoziationskette mit. Und der Klee ist einfach auch eine sehr positiv besetzte Blume. Und ich finde, deswegen kann man das auch gut auf so einem Sommer-Mitsommertisch oder Buffet haben. Absolut. Das hat das Gänseblümchen ja auch. Ne? Das hat das Gänseblümchen auf jeden Fall. Das ist ja so der Inbegriff des Blümchens und des Liebchens. Und wer mag, hört sich gerne mal den Kräuter-Essay dazu an, den wir unlängst hatten. Hier ist toll, dass wir das eben stets verfügbar haben. Ne? Also wir müssen jetzt keine riesigen Klimmzüge machen, um zum Beispiel eine Blüte zu finden, die es kaum gab, sondern das Gänseblümchen ist einfach überall auf Wiesen zu finden und eben auch fast das ganze Jahr. Es gibt kaum einen Monat, wo es nicht verfügbar ist und bei den milden Wintern schon mal gar nicht. Also gab ja kaum Schnee, sodass du eigentlich eben jedes Mal dieses leichte Sommergefühl wieder zurückzaubern kannst in deine Küche. Und ich mag zum Beispiel die Gänseblümchen kapern. Also ich lege die in die Blüten in Essig ein und das ist auch ein witziges Geschenk, muss man sagen, weil das klingt schon hübsch, wenn du das Etikett beschriftest und es ist sehr ungewöhnlich. Also vielleicht das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Nimmst du da die geöffneten Blüten oder die noch geschlossenen Blüten? Ja, die gehen leider dann zu, wenn die in die Flüssigkeit kommen. Ja. Ja. Also das schmeckt besser, als dass es aussieht, muss man sagen, weil sie verlieren dann ein bisschen im Apfelessig auch ihre Kraft. So ja.
Wir haben noch so eine richtig leuchtende Blume, die Ringelblume. Mhm. Also die kennst du. Die mit diesen wunderschönen, orangen, leuchtenden Blüten liebe ich. Und ja, Mo, du hast dazu geschrieben, eine tolle Optik, so der Inbegriff der Blüte. Wir kennen sie einfach alle, das finde ich richtig schön. Ist jetzt nicht die klassische Wildpflanze, wir geben es zu, ja. Aber ich, also die Ringelblume ist halt als Deko irre schön. Auch frisch natürlich, damit wir diese Farbpracht im Essen behalten. In Dips, in Kräuterbutter sieht die total schön aus. Im Salat natürlich. Ja, es ist immer ein Hingucker. Und in der Naturheilkunde natürlich mega wichtig. Ich mache mir daraus jedes Jahr eine Wundheilsalbe. Ja. Also es ist, die gehört einfach mit dazu. Und also ich lege sie immer ein in Öl. Ich mache auch super gerne Seifen und da landet das Ringelblumenöl dann auch manchmal drin. Ich finde die einfach super wertvoll. Und ich möchte ganz, ganz, ganz kurz einen Tipp geben zu Ölmazeraten mit Blüten, weil die schimmeln nämlich ziemlich leicht. Da würde ich persönlich immer hingehen und die Blüten nicht einen Monat im Öl ziehen lassen, wie man das mit manch einer Pflanze macht, also mit einem Blatt macht, sondern da gehe ich hin und erwärme die Blüte sanft und leicht. Und über mehrere Tage immer mal wieder, ich erwärme es ein bisschen, lasse es wieder abkühlen, erwärme es wieder, lasse es wieder abkühlen und dann nach ein paar Tagen filtere ich das ab, weil dadurch ist einfach die Schimmelgefahr nicht gegeben. Ja, das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Und dann haben wir noch, last but not least. Genau, die eben schon erwähnte Taubnessel, die wir eben deswegen erwähnen, weil sie auch fast immer überall wächst und verfügbar ist und auch über einen langen Zeitraum jetzt in den Sommermonaten. Und weil du eben über die gelben, purpurfarbenen und weißen Blüten eine ganz große Auswahl hast. Und wenn du die so zupfst, das hat ja auch diese wunderbare Lippenblütler, Blüten, Optik, dann sieht das halt auch einfach wunderschön aus und die schmecken halt auch sehr süß und das ist eben auch diese 7, ich wiederhole die vielleicht einfach auch nochmal, das war eben die Taubnessel, die Kamille, die Ringelblume, die Holunderblüten, das Gänseblümchen, der rote Klee und die Rose, die haben alle ein unglaublich vielfältiges und ganz anderes Aroma. Also das Gänseblümchen schmeckt fast nach nichts, während die süßen Pflanzen, vor allem der Klee oder die Taubnessel sind, sehr intensiv ätherische Öle hat eben die Kamille, weswegen sie sehr intensiv schmeckt, genauso wie die Holunderblüte sehr besonders schmeckt. Die Rose natürlich auch. Und die Ringelblume schmeckt ein bisschen unspezifisch, würde ich auch sagen. Aber das heißt, die Natur deckt uns eben einen unheimlich reichhaltigen Gabentisch, also den Insekten natürlich auch, wie wir gehört haben, aber uns eben auch. Und deswegen ermutigen wir euch, rauszugehen und eben nicht nur die grünen Pflanzenschwestern zu pflücken, sondern jetzt die vielen wunderbaren Blüten, die dir entgegenleuchten. Und dann wirst du wahrscheinlich auch aufblühen. Ja, also schnapp dir das Sammelkörbchen, lass natürlich noch ein paar Blüten für die Bienchen und die Insekten stehen, aber das ist ja sowieso auch klar und ja, ganz viel Spaß beim Ausprobieren und Kosten. Also es geht nichts übers Kosten, ne? Wenn du die Pflanze sicher bestimmen kannst, dann nimm dir wirklich mal die Zeit und schmecke bewusst die einzelnen Unterschiede der Blüten. Da kommen manchmal wirklich auch richtige Aroma-Überraschungen zum Vorschein, ja? Also ganz viel Spaß dabei. Nochmal eine ganz kurze Erinnerung zum Brennnessel-Workshop am 8.6. um 18.30 Uhr. Den Anmeldelink findest du in den Shownotes. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du zugehört hast. Wir freuen uns sehr darüber, hoffen natürlich, dass du nächste Woche wieder einschaltest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns mega super duper doll über deine Bewertung. Egal, bei jedem der Podcast-Anbieter, wo du uns findest. Das hilft uns einfach, nochmal bekannter zu werden, das grüne Wissen noch weiter in die Welt zu streuen. Und ja, ansonsten sage ich jetzt mal Tschüss. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und ja, bis ganz bald. Tschüss.